Leute, was geht ab? Aber wir haben schon dazu gekommen zur neunten Folge hier auf Bauberger MC Server. Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's sehr gut. Letzte Folge haben wir einfach nochmal das OP-Helm haben wir gezogen, Leute. Und zwar aber dieses Mal will ich ein bisschen hier Dings bauen, Leute. Ich hab's angefangen. Leute, guckt euch das mal an hier. Schön orangene Wolle. Hier haben wir so goldene, durchzogene, schwarze Blöcke. Herzlich willkommen, Amias Shop, Leute. Und zwar haben wir hier Diamanten bis am Start. Hier will ich so ein OP-Schwert reintun, Leute. Immer so mit Goldblöcken dazwischen machen. Und, ja, ich habe davor jetzt, Leute, hier so das Dach erstmal zu bauen für den Shop. Ja, falls es mal regnen sollte, meine Freunde. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Dass wir hier so ein schönes Dach haben. Oh, jetzt habe ich hier ein bisschen Müll hingemacht. So. So, so, so. Hier eins noch rüber. Amir, bist du da oder was? Oh, da bist du ja schon, Stani. Ja, Du, ich habe gehört, du hast noch mal Stanis Helm gezogen. Ja, hab ich. Was willst du denn haben dafür? Ja, komm erstmal mit. Was willst du denn haben dafür? Ich sag mal so. Ja, ist aber nur so, ist erstmal nur provisorisch so. Und ein bisschen was habt, damit Leute nicht hier reinlaufen können, kommen wir erstmal mit runter. Oha, 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 okay, okay, sehr krass hier. Ja, ist erstmal nichts Besonderes hier. Geile Base, oha, oha, okay, nice. So, warte mal, hier meine Dings ist drin. Guck's dir erstmal an. Hast du nicht mehr Netherite-Rüstung? Oh mein Gott, Bro. Ja, hol erstmal den Helm, guck den erstmal an. Bro, Reparatur, Schutz, warte mal. Hau mich mal einmal. Ja. Bro, du machst keinen Schaden bei mir. Hä? Bro, jetzt habe ich ein Dings gerade abgezogen. Ja, weil ich wahrscheinlich 0,1 Herz nur so abziehe dann. Ja. Oh mein Gott. Den Helm brauchst du, ne? Hast du Verbrennung auf dein Schwert oder was? Ja, Verbrennung 2, Rückstoß 2, Schärfe 5 und Haltbarkeit 3. Überleg mal, du hast das beste Schwert Netherite mit Schärfe 5, was es so auf normalen Wege gibt und du machst nicht mal ein Herz bei mir weg. Merkst du, wie krass OP das Ding ist? Der Helm ist krass, der Helm ist wirklich sehr, sehr krass. Also, ich sag dir ehrlich, was willst du dafür haben? Ich bin auf jeden Fall bereit, einiges dafür zu zahlen. Ja, ich habe gehört, du hast ein Schärfe 7 Buch. Ich habe ein Schärfe 7 Buch, ja, das kostet 170.000. Mhm. Und dann hätte ich gern nochmal 3 Nether Barren und dann haben wir einen Deal. 3 Nether Barren? Ja, okay. Komm, sei ehrlich, es ist fair. Ja, naja, Bro, Netherbarren sind halt auch 25.000 wert, ne? Ja, 25.000, die Barren, Bro. Ja, sagen wir 20. Schärfe 7 ist, Schärfe 7. Bro. Dann hast du Rente, weil dann musst du nur noch Max seine Kiste ziehen. Ja, dann muss ich, Leute, dann brauche ich eigentlich nur noch die Designerhose von Max. Und ich glaube, ey, wenn ich die habe, es kann mich einfach keiner mehr töten, ne? Ja, dann ist vorbei. Wenn ich die haben sollte, dann. Also, ich glaube, jetzt kann ich auch schon keiner mehr töten. Keiner hat die Kombination zwischen deinem Schwert und dem Helm. Ja, ich glaube auch, das ist, Leute, das Schwert, den Helm und so zu haben, das ist halt. Das ist vorbei. Game Changer. Okay, ich bin auf dein Grundstück, komm her. Ja, ich bin hier. So, hier, Netherite Barren und dein Schärfe 7 Buch. Yuppie! Nein. Nice, Das freut mich doch, meine Freunde. Ich werde jetzt nochmal 20 Schlüssel aufladen. Ja, und ich auch. Und werde dann hoffen, dass ich eventuell Max seine Hose ziehe. Guck mal, ich mache 20 von deinen Kisten auf und ich sag, ich ziehe besser als du. Ey, wollen wir ein Battle machen? Ich mache 20 Kisten von Max auf. Battle. Und du machst 20 Kisten von mir auf und dann gucken wir, wer besseren Loot hat, okay? Battle. Und weißt du was? Mal noch ein bisschen interessanter. Der besser zieht, darf eine Sache von dem, der andere gezogen hat, darf der wegholen. Boah, okay. So machen wir das. Okay. Hört gut an? Das ist hart, aber das können wir machen. Alles klar. So, warte mal, ich werde jetzt erstmal aufladen. Bis gleich, Leute. Wir werden jetzt erstmal kurz aufladen. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ein paar Taler habe. Ja, gut. Dann ich würde sagen, ich gehe auch mal rüber und dann let's go. Amir, Junge, ich bin jetzt schon bei Max, Alter. Ich habe hier fett. Okay. Warte. Alle Kisten. Ja. Oh, ich hole mir jetzt genau 20 iCrimex-Schlüssel. So. Ey, wenn ich jetzt die Hose ziehe, ist vorbei, ne? Wenn ich jetzt die Hose ziehe, dann ist vorbei. Aber wenn ich das Schwert noch ziehe, dann ist auch ein im Gelände, ne? Die Lytra wäre eigentlich auch ganz interessant. Axt wäre auch geil. Ich sag, die iCrimex OPX ist auch cool, aber iCrimex Designerhose, die hat nochmal Schutz 6. Oh, das Schutz ist auch krass. 6. Das ist nochmal. Ich glaube, dann machst du keinen Schaden mehr bei mir, ne? Ja, ich glaube, dann kann ich echt. Okay, warte mal. Ich hab die erste aufgemacht. Ups. Ah, okay. Ups. Was hast du bekommen? 20 Eisenbahn, schon mal besser als du. Oh, krass. Erste Runde geht an mich schon mal. Ja, ich habe 15 Raketen nur. Oh, seltenes Keramik, Bro. Ja. Auch sehr nice. Ich glaube, wenn man die gut sammelt, kann man geile Sachen mitbauen, ne? Mit seltener Keramik kannst du safe geile Sachen bauen. Ja. Meinst du? Oh! Diamantfarmwerkzeug. Ah, nein. Diamantfarmwerkzeug. Seltener Dreck. Go.
Also, Bro, ich sag dir ehrlich, ich bin schon mal. Nein, nein, ich hab das seltene Keramik weggeschmissen. Nein! Um Gottes Willen, Alter, ich hab vorher weggeworfen, weil die mir Müll zusenden. Also, ich sag dir ehrlich, ich bin schon mal 3 Runden auf jeden Fall im Vorsprung. Hey! Autogrammkarte von iCrimex hab ich bekommen. Ja, ich hab seltenes Dreck bekommen, aber Autogrammkarte von iCrimex und seltener Dreck ist eigentlich gleich. Ja, ja. Das hast du gesagt. 10 Erfahrungsfläschchen. Ich würde sagen, wir packen das gleich alles mal in die Kiste rein. Ja, können wir ganz normal. Was wir gezogen haben. Hüpf, Wasser, Sprungkraft 2, 1,30 Meter. Und dann machen wir einfach in der Kiste Vergleich, wer das gezogen hat. Ah, Autogramm von iCrimex, ja super, danke für nichts. Ah, ne, gerade bei mir. Bro, ist, gib mir nochmal Autogramm ja, von iCrimex. Ja, Lucky Diamond! Oh, let's go! Nice. Ja, sehr gut. Das ist sehr Candys gut. Brustpanzer, okay. Und nochmal Keramik, aber auch. Also bisher leider nichts. Okay, seltene Keramik. Na gut, Lucky Diamond finde ich ist schon krass, finde ich. Oh, langsamer Fall ist auch cool. Ja, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Da kann man. Ja, gut, aber ich habe eine Diamanthacke gezogen. Lottis Knochen, ja, super. Ich habe eine Diamanthacke gefunden, das heißt, Diamanthacke ist eigentlich auch nice. Oh, nochmal eine Diamanthacke, Bro. Autogramm Bier, ne? Von Stani. Oh, das ist sehr viel wert. Ja, okay, gut, nehmen wir an. Ey, wäre das der Wert? Lucky Diamond, Bro. Oh, herzhaft? Ja, ja, Lucky Diamond. Ach du Heiliger. Okay. Nochmal ein Lucky Diamond. Okay, was? Ich hab gewonnen, Bro. 2 Lucky Diamonds. Also, du ziehst ja so einen Jackpot. Also, du ziehst Kartoffeln nochmal. Die ist nichts wert. Der Kartoffel schmeckt nicht gut. Der kann nicht kochen. Nochmal Lucky Diamond. 3 Lucky Diamonds. Ey, das kannst du keinem erzählen. Noch seltene Keramik nochmal. SU's Pilzsuppe. Ekelhaft. Ja, ja, die schmeckt echt eklig. Also, die kann ich auch niemandem empfehlen. Ich auch nicht. Seltener Dreck nochmal. Und jetzt letzter Dreh. Was? Hast du schon 20 Dreh? Letzter Dreh. Ja, okay, bei dir dauert das länger, ne? Oh mein Gott, tu ans Tisch nochmal. Ich sag dir ehrlich, ja, ich hab gewonnen. Ja, und lass mich raten, du willst wahrscheinlich mein Lucky Diamond haben, ne? Bro, ich will dein Lucky Diamond. Ich will Mann! Komm mal, kannst du direkt einmal hier zu Dings kommen? Zu deinem Grundstück kannst du mir den Lucky Diamond. Oh, auch nochmal Lucky Diamond? Ja, ich hab 3 Stück gezogen. Ja, verdammt, Leute, wir müssten noch eins ziehen. Aber ich hab noch 9 Kisten vor mir. Ey, deine Kisten. Ja, Max, Kisten gehen viel schneller, sind viel schneller vorbei. Ah, okay. Das ist das Problem. Ich mache mir jetzt hier noch ein paar Bücherregale auf. Ich will eine krasse Verzauberung kriegen. Och, Mann. Ich habe so viele Diamanthacken hier. Ja, ich auch, Digga. Ich habe bestimmt 7 Stück in meiner Kiste oder so. Ey, Raketen, 15 Raketen. Auch Müll. Ah, mein Inventar ist voll. Noch? Nein! Oh, fast noch ein Lucky Diamond. Ah, Raketen leider nur. Schade, Marmelade. Seltene Verzauberung. Oh, nochmal Keramik. Okay. Ja, Keramik ist nice. Ich will aber hier, Lottis Knochen brauche ich alles nicht, Mann. Brauche ich alles nicht. Ich will eine seltene Verzauberung kriegen. Ah, Candys Brustpanzer bringt halt auch Candys Karotten, Schmutz. Was ist das? Candys Karotten. Ja, keine Ahnung, Alter. Das ist irgendwelche Gold. Autogramm von Stani, oha. Geil, Alter. Okay, das werde ich hier direkt mal verschenken. Hast du noch mehr Schlüssel geholt? Hier, Autogramm von iCrimex verschenke ich und das hier. Ja, nee, ich habe hier gerade. Ich mache gerade noch Verzauberungstisch auf. Ah, okay. Aber ich sag dir ehrlich, also wenn du jetzt nicht noch einen Diamant ziehst, habe ich eigentlich gewonnen. Ja. Du hast gerade nochmal Erde gezogen, ich habe es gesehen. Oh, Haltbarkeit 3, ja. Haltbarkeit 3 ist in Ordnung, Alter. Sehr nice. Okay. Kann man mitnehmen. Oh, Timmys Schwert mit Schärfe 6. Ja, okay. Ja, das ist ganz nice, muss ich sagen. So, falls man so unterwegs ist und so und noch kein gutes Equipment hat, ist das gar nicht so schlecht. Das ist ein starkes Schwert. Schön Haltbarkeit 3 nochmal bekommen. Nein! Ah, Raketenstart. Ich hab fast die Elytra? Diamond Spitzhacke. Nee. Oh, wenn ich Elytra hab, Digga, dann ist vorbei. Warte mal, ich hol mir jetzt. Ich hab die Elytra aus hier ziehen, Alter. Jetzt. Ja, das Ding ist, ich brauche heute gar nicht mehr so viel aus Stanis Kiste. Ja, ich halt brauch so das bisschen... Schwert halt. Das Schwert will ich unbedingt haben. Wobei man, ja, der Rückschuss ist nochmal krasser, ne? Oh, nochmal 20 Eisen? Oh, nee, ich nochmal SU's Pilzsuppe. Super, danke für SU's Pilzsuppe, die ich auf jeden Fall nicht brauche. Hüpfwasser, nochmal Sprungkraft. Ja, gut, ja, jetzt letzte Kiste. Ich glaube, dass der Lucky Diamond gehört dir. Also echt nichts Besonderes gezogen. So, sehr gut, Amir. Also hast du noch was? Nee, der iCrimex Uhr gezogen. Ist episch. Ja, okay, die ist ganz cool als Sammlerstück, muss ich sagen. Die ist optisch auch ganz nice. Ist auch nice, aber komm, Lucky Diamond. Oh, 20 Seelaternen nochmal. Das ist auch gar geil, muss ich sagen. So, warte mal. Komm mal hinter Stani Performance. Soll ich zu Stani Performance kommen? Ja, hinter. Komm mal hinterher. Ja. Zeig dir was. Oh, Digga, diese Leute sind aber hinter uns her. Bro, die rennen alle hinter uns her. Pass auf, wir gehen schnell. Rechts ist gleich eine Tür. Und dann gehen wir schnell rein, ja? Ja. Und wer dann? Kratz, Batz, gehen wir da rein. Komm. So. Sehr gut. Ja. Der wird gekillt. Der dürfte nämlich nicht reinkommen. Zack, der war schuld. Weg. So, Amir, ein Lucky Diamond bitte. Ja. Bro, ich sag dir ehrlich, hier Diamanten hat sich safe gelohnt. Und weißt du was? Hier, ich hab ein kleines Geschenk für dich. Weil wir den Handel gemacht haben. Guck mal hier. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Boah, was ist das für ein geiler Block, Leute? Ne? Was ist das für ein geiler Block? Der sieht echt nice aus. Oha. Ich
kill die mal. Achso. Ja, ich kann da nicht, ich kann dich angreifen hier, ne. Guck mal hier, Bro, die haben gar keine Chance hier. Weg mit dir. Zack. Oh, Lava-Eimer hol ich mit. Weg mit dir, boom. Lava-Eimer hol ich gerne mit. So, Amir, gut, vielen Dank für deine Cooperation. Das war's. Ja, du musst einfach bitte rauslassen. Check rauslassen. Ami ab. Lass mich raus. Tschüss. 2000 Jahre später. So, Leute, warte, jetzt war hier ein bisschen weiter. Jetzt bin rausgekommen. Bin jetzt raus heute. Leider haben wir den Fight gegen Stani verloren. Ich habe den Lucky Diamond in meinen Shop wieder reingetan. Und jetzt machen wir uns kurz mal hier. Guck mal, Leute, was wir alles gezogen haben. Keramik da rein. Erfahrungsflächen, Keramik, Autogrammkarten, das ziemlich Schwert können wir in die Kiste hier reintun. iCrimex Uhr haben wir jetzt noch hier drin. So, haben wir hier die ganzen Fläschchen. Guck, wie viele Trinkflaschen wir hier haben, Leute. Das ist echt einiges. Aber warte mal, hier habe ich fast vergessen, noch Russix Kartoffel da reinzutun. Oh, wir Magma-Eimer haben wir uns gerade noch geklaut von jemandem, der da meinte, frech zu sein, ne? Das war dann natürlich dann selber schuld. So, warte mal, ist mein Helfer da? Der wollte mit mir was tauschen. Er wollte mir Mending geben für Netherite Block und 15.000. Da sage ich nicht nein zu. Sehr ehrenhaft. Ne, ist er da? Bist du da? Ne, er ist gerade nicht da, Leute. Aber nicht schlimm, nicht schlimm. Leute, ich glaube, ich habe vergessen, die ganze Tausch zu machen, Leute. Ich habe hier alles getauscht, Leute. Ich habe Mending jetzt. Oh, ich habe vergessen, die Aufnahme weiterzumachen, aber nicht schlimm. Wir haben Mending ja für Netherite um 15k getauscht. Oh, stimmt, Leute. Schärfe 7 wollte ich eigentlich auch noch verkaufen, ne? Schärfe 7 verkaufe ich für 200.000. Leute, Schärfe 7, Alter. Eigentlich müsste ich auch Schärfe 7 verkaufen. Machen wir auch. Weil Schwert ist zwar schön, aber wir wollen das von Stani ziehen. 3.500? Netherite-Schrott? Ja. Ah, warte mal, Leute, wir vergessen unsere Dings da hier zu klatschen. Unsere Treppen. Nee, nicht dahin. Haben wir die Treppen hier irgendwo? Haben wir auch nicht. Ich glaube, hier unten. Ich glaube, die haben hier die ganzen Sachen reingemacht, ne? Ja, hier sind diese Treppen hin. Ah, Twanstich, iCrimex-Uhr, ganz viel Gold, Essen. Ah, die Goldbarren haben wir hier. Sehr gut, weil wir ein bisschen weiterbauen können am Shop. Hm, da hat jemand eine neue Öffnung gemacht. Kommt gerne in meinen kleinen Shop. Ja, mit dem auch einige Shops und so, die Leute. So, jetzt sind wir hier und ganz kurz weiterbauen. So, Leute, haben wir gut was an Shops. Das müsste eigentlich dann so reichen erstmal. Und jetzt machen wir hier, Leute, ein Shop-Ding. 200.000. Komm, lad. Zack. Schärfe 7. Machen wir ganz kurz Werbung. Verkaufe Schärfe 7 Buch für 200k. Bin mal gespannt, ob das irgendjemand kaufen will. Ich glaube aber nicht, dass das jemand kauft, Leute. So, haben wir hier erstmal ein OP-Dings. Was will ich denn noch verkaufen, Leute? Ich brauche eigentlich auch Eisen, ne? MSW, Kriufu. Hab's gezogen. Leute, ich würde euch echt sagen, Leute, ey, wir haben echt gut hier Dings. Wir wollten ein paar Level machen. Wir wollten uns noch ein paar Level machen, Leute. Ey, der Server macht so Spaß, ne? Ich sag's euch. Obwohl, warte, bevor wir Level machen, müssen wir das Dach noch ein bisschen weiter bauen. So, genau das Dach. Leute, ich brauche unbedingt Eisen, ne? Ist eigentlich hart auf hart. Wir brauchen so viel Eisen, weil ich glaube, ich will vielleicht ein bisschen Magma noch verkaufen. So, dann jumpen wir ganz kurz hier so rüber. Zack. So. Wir müssen jetzt hier alles so zumachen, Leute. Alles einmal hier so zumachen und dann ist da auch Ende im Gelände. Leute, ich würde sagen, wir bauen den Shop auf jeden Fall ganz gut auf, ne? Wenn wir da die paar Sachen verkaufen, Lucky Diamonds, und dann muss ich noch an Netherite rankommen und so. Vielleicht fange ich dann auch günstig einzukaufen, teurer zu verkaufen, immer wie es alles klappt. Müssen wir mal gucken. Jetzt muss ich aber erstmal hier runter. So, jumpen. So, wir sind durchgejumpt einmal. Holen uns die Level kurz ab hier. Und zwar, es läuft ja hier alles immer automatisch durch und die speichern ja die ganze Zeit die EP. Dann gehe ich immer hier hin, hau alle einmal um und warte, bis gleich die erste Farbe hier rauskommt. Oh, hä? Ach, Leute. Was ist denn hier los? Ah, ich habe es noch nicht richtig connected. Okay. Ah, dann muss ich das hier mal kurz die Farbe hier raus. Level 6.
Level 8, aber da haben wir gar nicht so viel gespeichert, ne? Nur 10 Level. Ja, nur 10 Level bringt leider nicht viel. Ich verkaufe Eisen für 60. Machen wir ganz kurz. Klappt mein Dings wieder, Leute, immer wenn hohe Spielerzahlen sind. 6, 9. Ja, plopp, das ist gerade irgendwie die Visit-Funktion, funktioniert nicht richtig. Wartet mal, was wir noch machen können ist, der führt leider zu nichts, ne? Der hier führt leider zu nichts. So, okay, wartet mal, so. So, machen wir den ganz kurz voll. Hier haben wir nochmal 2 Eimer, 5 Eimer, 8 Eimer. Jetzt haben wir 10 Eimer hier, Leute. Und zwar muss ich jetzt wieder zurücklatschen. Möchtest du einen Netherite-Barren für 20.000 kaufen? Nee, so viel gebe ich nicht aus. Wird mir geschrieben. Nee, da schreibe ich gar nicht mehr zurück, Leute. Das ist ja voll frech. Also, ja, voll ein schlechtes Angebot bei Freund. Was soll das denn? Genau, warte mal, ich wollte hier so durch. So, nee, wir müssen jetzt hier hinten hin. Und hier muss ich jetzt meine Eimer reinklatschen. So, machen wir hier noch einen Eimer rein. Und zwar, Leute, habe ich noch überlegt, eigentlich kann man hier nochmal 2 Öfen rein. Also Trichter und 2 Öfen rein nochmal hier und dann wieder Trichter und so. So, machen wir mal Ganze. Und ich würde sagen, ich hole mal alles und dann bauen wir hier weiter. Leute, ihr habt gerade gesehen, wir haben gar nicht mehr so viel Eisenbarren. Deswegen, da müssen wir ein bisschen noch umswitchen, Leute. Aber ich würde sagen, das war's eh gewesen mit der Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert, die Channel-Glocke aktivieren. Wir sehen uns nächsten Tag wieder. Tschüss.